Das Interesse am Wachstums- und Entwicklungskonzept für Dessau-Roßlau war am Montag größer als von den Gastgebern erwartet. Zuerst fehlten die Stühle für die Besucher, dann stellte sich der Platz im Raum als zu gering heraus und schließlich wurde in einen größeren Saal umgezogen, inklusive der gerade herbeigeholten Stühle. Besitzungen könnten Parallelen zur bisherigen Wirtschafts- und Förderpolitik der Stadt ziehen und genau die soll durch das Konzept verbessert werden. Und Sie wissen ja, gerade auch vor dem Haushaltskonsolidierungskonzept, was damals schon abzusehen war, brauchen wir einfach eine wirtschaftliche Stabilität im Bereich der Einnahmen und die bekommen wir eben halt nur durch einen vernünftigen Besatz an Firmen. Sodass wir sagen, neben einer Bestandsaufnahme ist ganz wichtig, die Nischen zu suchen, wo sich Dessau-Roßlau noch positionieren kann, wo sie sich noch entsprechend Potenzial sieht, die man dann oder dass man dann auch entsprechend heben kann. Die Bestandsaufnahme durch den Experten Dr. Karl Lichtblau fiel am Montag ernüchternd aus. Die Stimmung der Unternehmen sei hier so mies wie nirgendwo anders, Standortfaktoren schlecht und Potenziale würden zu wenig genutzt. Konzentrieren müsse sich die Stadt vor allem auf die touristische Vielfalt der Region und auf wissensintensive Dienstleistungen, so Lichtblau, zum Beispiel als Orte der Aus- und Weiterbildung, vor allem aber in Natur- und Ingenieurwissenschaften. Und auch in der Forschung im Medizin- und Pharmabereich sieht der Experte großes Potenzial, in das laut Joachim Hantusch verstärkt investiert werden soll. Das wird hier insbesondere natürlich sein in Know-how. Sie wissen, Wissensstadt ist ein Thema. Weitere Themen sind natürlich Hochschule, wissenschaftliche Institutionen, ist der mit Sicherheit auch der Pharmapark. Und das sind so Dinge, da müssen wir ran, da müssen wir und das, was wir haben an kleinen Pflänzchen, hier auch in die Waagschale werfen, damit wir da auch entsprechend gut aufgestellt sind und das auch als Zukunftsfelder für die Stadt entwickeln. Als Standort eines medizinischen Institutes sieht Lichtblau das städtische Klinikum, das Pläne für genau dieses erst vor wenigen Wochen verkündet hatte, gemeinsam mit dem Umweltbundesamt. Was auch die Anregung des Experten vorwegnahm, dass sich die Behörde noch besser in ihre Heimat integrieren solle. Das größte Problem wird aber auch dies nicht ändern. Den Bevölkerungsrückgang, der Dessau-Roßlau bis 2025 bis zu 20.000 Einwohner kosten wird. Das bedeutet aber wiederum, dass wir uns sicherlich werden auch die Landkreise drumherum schrumpfen, aber dass wir uns in einem ganz anderen Mix finden. Und hier sehen wir die Chance der Kooperation mit den, insbesondere mit den Landkreisen und anderen Städten, sodass wir auch hier sagen, wir können nicht mehr alles alleine schultern, sondern müssen das verteilen, müssen Schwerpunkte setzen. Das ist einer der schwierigsten Prozesse, aber wir müssen uns diesen Prozess stellen und das wird, wird das Arbeitsprogramm für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Wichtigste Zukunftsmaßnahmen sind laut Lichtblau eine Stärkung der Stimmung der Wirtschaft und von Kooperation zwischen Unternehmen sowie Regionen, aber auch mehr Transparenz im politischen Raum. Joachim Hantusch bekräftigte am Montag, dass das Konzept mit Sicherheit keine Karteileiche werden soll. Sondern alles, was dort drin steht, wollen wir umsetzen. Da haben wir also sehr stark darauf geachtet, dass das nicht wie so bei vielen Consulter-Papieren ist. Man legt ein Papier vor und dann passiert da nichts mehr. Sondern wir wollen schon sehen, dass alle Maßnahmen, die da drin sind, umgesetzt werden. Problematisch dürfte das jedoch im kulturellen Bereich werden. Denn während der Experte die Angebote der Stadt lobte und sogar ein Kultur- und Ausstellungszentrum anregte, wird im Rathaus über tiefe und schmerzhafte Einschnitte im Zuge des Sparzwangs beraten.